Der Kapitän humpelt. Sinnbild für eine verkorkste Saison. Dabei stammen diese Aufnahmen aus dem September. Murmüller auf dem Weg zum Dock. Das Knie. Ja, es war das Dienstagtraining, erste Training der Woche. Eigentlich eine ganz normale Schussübung, wo man reingelaufen kommt, direkt Schuss macht. Und der Puck kam ein bisschen, ein Tick vielleicht zu weit nach hinten. Ich habe mich halt voll reingelehnt, wollte voll draufziehen. Und bin dann so ein bisschen, habe ich ein bisschen im Eis, glaube ich, verhakt. Und bin dann mit meinem Gewicht quasi auf mein Knie selber draufgefallen. Ich wusste nicht genau, was passiert ist. Ich dachte, mir hätte jemand einen Schlagschuss ins Knie geschossen. Deswegen habe ich mich umgeschaut, von wo der Schuss herkam. Bis ich dann begriffen habe, dass der Knall das gerissene Band war und kein Schuss von außen. Und dann, ja, habe ich dann sofort gemerkt, dass es was Größeres ist, in Anführungsstrichen. Und habe mich dann runtertragen lassen und bin dann ziemlich schnell hierher gekommen. Ein Sieg, drei Niederlagen. Der Start war alles andere als optimal. Und in 4 Wochen beginnt die heiße Phase der Saison. Die Derby-Zeit. Ohne Mo Müller. Unter Haien. Die Eishockey-Dokumentation. Das Derby gegen Düsseldorf ist für uns Fans das Spiel, das über allem steht. Also hier gilt es einfach, du merkst es auch, wenn du in die Halle kommst, es ist irgendwie so schon ein bisschen elektrisierend so. Alle sind fokussiert, du stehst in der Kurve vorm Spiel, man klatscht sich nochmal ab, sagt, kommt Jungs, jetzt geht's gleich los. Alles für die Mannschaft geben, zusammenstehen und nach vorne gehen. Im Spielplan steht drin, dann und dann spielst du gegen das Dorf und dann ist eigentlich automatisch eigentlich schon die Stimmung da. Du hast einfach auf der Domplatte plötzlich, ja, 1000 Leute stehen, die haben alle ihr Trikot an oder ihre Fahnen dabei und die haben alle so einen Bock da drauf. Das 224. Derby beginnt schon mittags am Dom, bei leichtem Regen und 9 Grad. Und trotzdem stehen da 1000 Leute und gehen rüber zur Halle, um den KAC zu unterstützen. Es ist unfassbar. The first time I played, I was kind of like didn't understand the magnitude of it. And then you kind of see the guys who have been through it and been involved in those before. And after the first one, then you're kind of like, okay, this is a little bit more than just a hockey game, right? This is a city versus city kind of thing. And in my third year here, now I have a very strong dislike for that team. Das Derby entscheidet über die Stimmung in den nächsten Tagen und Wochen. Und es ist, das steht über allem für die Fans. Die Vorzeichen klar. Düsseldorf Dritter, die Haie Zehnter, unter Zugzwang. Saxhill gegen Chatnaring beim Bulli. Volles Haus, gute Stimmung und die Partie, das Derby, läuft. Alex Bartefein, zerrissen! Super Pass in den Slot! Und das Tor für die Düsseldorfer geht durch Chatnaring. Aber jetzt erst noch. Best! Zimmert den rein ins kurze Kreuzeck. Das ist genau der Treffer, den die Kölner Haie gebraucht haben. Noch viel Platz. Ah, zu viel Platz. Das ist die Chance für die Haie und das Tor. Kevin Gagnier mit dem 2:1 für Köln. Ein Tag voller Sonntagsschüsse. Ah, Kindl! Was für ein Hammer von Jakob Kindl! Wow! Niederberger ist schon raus. Gute Arbeit von Uvira und dann Eggeson an den Außenpfosten. Uvira kommt nicht ran. Kindl, jetzt ist er drin! Uvira mit der Entscheidung. 4:1. Die Kölner Haie gewinnen das Derby gegen die Düsseldorfer EG mit 4:1.
Holy fuck, that money pot just got heavy! Heavy! Hammer! Brutal! Düsseldorf, nach Hause! Okay. Over 60 minutes. Hold on, guys. Over 60 minutes. You felt we bent a little bit in a second, okay? But we didn't fucking break. The chances that they got were from us. That last 20 minutes, boys, I've been waiting to see that all fucking season. That's fucking winning wall battles. That's grinding shit out. Taking hits, making plays. That's our hockey. We do that, we're gonna have fucking a shitload of wins this year. All right? Top two, fucking bottom. Big derby win. 17,000 people are waiting for you out there. Boys, take another lap. Nach so einem Sieg ist das absolut genial, weil, und du merkst es auch an der Mannschaft, weil die Fans sind lauter, die Fans fordern nochmal, dass die Mannschaft rauskommt, die Spieler kamen nochmal mit dem Banner raus, Kölner EC, laufen da hinterher und du siehst dann, guckst in die Gesichter, die neben dir stehen, alle platzen vor Stolz. Hannibal Weizmann stimmt die Humba an. Alle springen nochmal und singen und ich meine, wenn ich das sage, jetzt schon kriege ich schon Gänsehaut. Das sind einfach die Momente, wo du am Ende der Saison auch sagst, das war's. Ne? Anytime you beat them, it's just like the. I mean, playoffs, you know, when you win a playoff series, that's like, those are like the best feelings you ever get in this profession. And then beating Dusseldorf is probably like the second best, where, especially at home. Well, actually on the road too, though, like to hear that rink being so quiet besides the section of Cologne fans, like that's pretty special too. Ein Sieg auch für den verletzten Captain. Seit einem Monat schuftet Mo Müller fürs Comeback. Gestern war es besser vor der Rehe. Das haben die gestern so gepusht. Das war ein bisschen schlecht besser als gestern. Dann habe ich mit der Tatsache abgefunden, dass ich mich verletzt habe. Das gehört halt einfach mit dazu. Das passiert manchmal, wenn man lange und viel spielt. Und konzentriere mich jetzt auf die Genesung und mich schnellstmöglich wieder in den Kader zurückzuarbeiten. Das ist jetzt so das, was ich täglich mache. Man denkt über andere Sachen nach. Während der Saison bin ich doch immer sehr krass so im Eishockey-Fokus und denkt darüber nach, wie könnte man noch was verbessern oder warum lief das nicht so gut. Und so wird man mal ein bisschen aus der Situation rausgenommen, kann das Ganze ein bisschen von außen betrachten. Und vielleicht auch nicht schlecht, dass man dann wieder frisch in die Situation dann reinkommt, um was bewirken zu können. Yo. On that PK. Yeah. The high roll guy. Yeah. This guy in the middle. Yeah. If he gets like low, are we man on man right down to the crease? No, I think that's a good question. So he's coming, right? They're going to have their D up top. They're going to have Gardner here. So we're going to have stick back, right? If he gets, I'd say like to about below the hash, like the bottom hash, yeah. Then you got to let him go. Just leave it be. Then we're giving up too much elsewhere. And if they do manage to get it to the net, well, you know what? It is, they do have one more guy than us. We're gonna, if they're good, right, we're gonna give up something. And then it's just getting into a battle and getting that puck out of there. Okay. Remind me this afternoon too, I'll go over that before the game with our meeting. Everybody should hear that. Kilometer trennen die beiden Vereine. Aber viel wichtiger, es sind nur drei Plätze und drei Punkte. Die Haie haben aufgeholt.
wenn Düsseldorf nicht mehr wäre, ja, was wäre dann? Dann wäre unser Derby weg. Und ich glaube, da ist auch viel über die Fankultur im deutschen Eishockey gesagt. Während des Spiels ist es so, man singt auch gegeneinander. Und das macht, glaube ich, den Eishockeysport in Deutschland auch aus. Du kommst dann aus der Halle raus und du gibst dir die Hand, trinkst ein Bier zusammen und sprichst über das Spiel. Derby, lots of fans, okay, and on the road. There's lots of fucking distractions. We focus on us. Everybody in here, you've got 2 hours right now to get mentally and physically ready to go out there and do your job to the best of your ability. You do that, that means all of us are, as a team, we're fucking executing and we're fucking rolling, all right? Get ready for a good one, boys. Let's have it. Also, rein hier in dieses rheinische Derby. Köln in den weißen Trikots im ersten Drittel von rechts nach links spielend. Mit dem ersten gewonnenen Bulli. Zach Sill. Nochmals holt sich den Rebound. Nächster Schuss, Tor für die Haie. Die Führung hochverdient. Luka Dumont mit dem 1:0. Köln übernimmt. Marcel Müller. Klasse Vorarbeit. Fredi Tiffel. Tor 2:0 für Köln. Erste Minute Überzahlspiel der Haie vorüber. Los kommt. Schuss ist da. 3:0. Hanowski um Niederberger herum. 5 Minuten vor dem Ende des ersten Drittels. Überzahltreffer für Köln. Luke Adam, dem heute ziemlich wenig gelingt in dieser Partie. Irgendwie hat er das Pech am Schläger auf der anderen Seite. Köln Matsumoto, der macht das 4:1. So einfach geht Tore schießen. Es wäre 1:4. Das 225. Derby. Eine Lehrstunde für die DEG. Dass die Haie am Ende der Hauptrunde 20 Punkte hinter dem Rivalen vom Rhein landen werden, an diesem Abend kaum vorstellbar. Es ist der 22. Spieltag und die Haie auf Kurs. Fucking big derby wins from the first fucking shift. We were ready. You guys were out there. We were setting the fucking tone the entire fucking game. From top to bottom, well defended well. You know, there's always little things. No hockey game's gonna be perfect, but fucking guys, you were bought in. Fucking great job. A couple clicks for everybody.
diese Tage nach so einem Sieg im Derby sind auf jeden Fall intensiver, was das Glücklichsein betrifft. Und das kann natürlich auch einen extremen Schub geben, so, ne? Vergleichsweise mit so einem Playoff-Sieg oder irgendwie sowas, weil es einfach so ein besonderes Spiel ist und man als Mannschaft dann weiß, man hat das von der mentalen Seite her geschafft, den Gegner zu besiegen. Das ist nicht so einfach so ein 3 Punkte, die da liegen. Das ist so wirklich, das ist ein Spitzenspiel, was sehr viel Druck, wo sehr viel Druck aufgebaut wird im Vorfeld. Und wenn man das dann als Mannschaft schafft zu gewinnen, ist das so, steigt das Selbstbewusstsein und man kann extrem viel Power für die nächsten Spiele auch mitnehmen. Genau hier, wo die Fans an diesem Abend auf ihre Helden warten, für Selfies und Autogramme, werden in ein paar Wochen Fanproteste stattfinden. Der Sport ist schnelllebig. Eine Woche später. Die Haie heben ab. Aufbruch zum Verfolgerduell in der Hauptstadt. Im Gepäck ein Sieg gegen die Roosters. Und Mo Müller. Der Captain ist nach 10 Wochen zurück an Bord. Ein gutes Omen? Nur zu den Spielen in München und Berlin reisen die Haie mit dem Flugzeug an. Kräfte schon, fokussieren auf das Wesentliche. Mit einem Sieg gegen die Eisbären winkt Platz 4. Im Hotel bereitet sich die Mannschaft auf das Spiel vor. Die Unterkünfte sind so gewählt, dass vom Fitnessprogramm bis zur Videoanalyse alles an einem Ort stattfinden kann. Zuschauer in der Eisbärenarena. Das 100. DEL-Spiel der beiden wird keines für schwache Nerven. Also, die Eisbären in Blau von links nach rechts im ersten Drittel, Köln in Weiß. Das ist ein klasse Pass, McKiernan, Tor! McKiernan 1-0. Das war natürlich ein guter Pass von Ortega, muss man wirklich sagen, der eigentlich da diese Möglichkeit erst geschaffen hat. Jetzt auf der anderen Seite Oblinger. Oblinger mit Platz. Da. Und das ist das 1-1. Das ging jetzt sehr schnell. Sill. Und dann sieht Mo die Lücke. Moritz Müller, da ist das Tor. Und Müller fälscht ab. Moritz Müller, willkommen zurück in der DL. Jetzt knapp drüber. Jetzt Köln mal in Position. Genau. Und das ist das Tor. Und das war klasse gemacht. Überragend. Von den Aus. Ist das schon richtig? Und das ist das nächste Tor. Platz vorm Tor. Jason Best, und der belohnt sich. Der belohnt sich. Ah, jetzt. Oh. Sechs Spieler auf dem Feld bei den Haien. Strafe. Das meinst du auch gar nicht unbedingt. 6 Mann auf dem Eis. Stewart schimpft. Ein Anfängerfehler leitet die Wende ein. Bis hierhin dominieren die Haie die Partie und sind in diesem Augenblick an den Eisbären vorbeigezogen. Doch dann beginnt ein Drama, das seinen Sieger tatsächlich erst in der Overtime finden soll. Das ist klasse und das ist das Tor. Das war brillant gespielt. So, kaum haben wir ihn gelobt und jetzt nochmal abgelegt. 3-4. Drei Minuten 30, das werden noch lange Minuten für alle KIC-Fans. Dann die Möglichkeit, Westau Tor, das gibt's doch nicht! Shepard 4-4. Es ist ein erstaunliches Eishockeyspiel, was wir hier erleben. 3 gegen 3, wir kriegen nochmal extra
fünf Minuten. Eine kleine Zugabe. Klasse Vorstellung der Kölner über ganz weite Strecken, eigentlich bis in die, sagen wir mal ruhig, 52. Ja. Minute. Und dann Berlin mit einer großen Willensleistung. Kienel, ja, da wäre vielleicht die Schusschance gewesen. Franz da ist die Scheibe im Tor. Dumont. Und da ist die Entscheidung. Köln nimmt beide Punkte mit. 5:4. Erleichterung statt Freude. Halten, aber dann schlagen die Haie zu und gewinnen hier in Berlin in einem kuriosen Eishockeyspiel. Grab a seat. We won. Good. After I get this off my chest, I'm gonna let it go. We start fresh on fucking Sunday, okay? Fucking too many men on the ice. Correct me if I'm wrong. You're coming to change. I know that you're my fucking guy. I jump on the ice. I'm still looking. If you fake me out, then I jump fucking back off. Inexcusable. Okay? There, it's out. Doomy, big fucking goal. Come on, Doomy. Well done. Big fucking win, boys. We learn from this, all right? And at no point can we get fucking arrogant or fucking lazy. And we're not. We're not as a team. We don't have that in here, okay? But we've been going good. We need to be fucking up here all the fucking time. Next time we got a 4-1 fucking lead, we ride at home, score an empty netter 5-1. We go woohoo and we get out of this fucking shithole. Der erste Weihnachtstag. Festtagsmusik im Trainingszentrum. Die Waschmaschinen und Trockner laufen auf Hochtouren. Die Mannschaft bricht auf zur Weihnachtstour. Zwei Auswärtsspiele in zwei Tagen. Kilometer werden die Teambetreuer Patrick und Sascha in den kommenden Tagen zurücklegen. Patrick guckt konzentriert, freut sich aber wie der Rest auf das Spiel gegen Wolfsburg. Bevor die Mannschaft kommt, räumen Patrick und Sascha den Sprinter aus. Ein eingespieltes Team. Jede Tasche kommt an seinen dafür vorgesehenen Platz. Ja, man muss sich auch auswärts einigermaßen merken, wie die sitzen. Auch in der Fremde gibt es eine feste Sitzordnung in der Kabine. Damit die Spieler sich auf das konzentrieren können, wofür sie bezahlt werden, fürs Eishockey, gibt es Menschen wie Patrick und Sascha. Ganz ehrlich, wer hätte gedacht, dass das Spiel in Wolfsburg ein besonderes werden würde? Der letzte Sieg für 3 Monate. Es folgen 17 Niederlagen. Eine beispiellose Serie, die Trainer und Manager den Job kosten wird. Es geht los. Also die Kölner Haie in den weißen Trikots von links nach rechts. Wolfsburg in ungewohnt blau-orange in den Weihnachtstrikots. Nächste Möglichkeit und dann schlägt er ein und wie. Der hat ja mal richtig gesessen. 1:0 für die Kölner Haie. Tyler Aaronson. Und ganz ehrlich, absolut verdient. Müller, ja, und dann ist er drin. Freddy Tiffels für die Kölner Haie. Mit der Schlusssirene fast. Das 2:0. Da zeigen die Haie im zweiten Drittel nicht wirklich viel, aber dann nutzen sie es mal aus, dieses 2:1.
er drin. Hennowski, der stiehlt sich da weg mit aller Seelenruhe. Und dann macht er ihn rein. Scheibe bleibt aber drin. Likens bekommt sie nicht zu fassen. Jetzt aber im zweiten Versuch. Latta. Gut gespielt und Möchel mit dem Tor. Da ist er mal. Dieser eine gute, strukturierte und kompakte Moment bei den Wolfsburgern heute. Und dann ist er gleich drin. Nochmal zu Rissin. Tiffels. Ja, und dann das 4:1 durch Marcel Müller. Das war's. Zu 1 gewinnen also die Kölner Haie hier bei den Grizzlies Wolfsburg. Im ersten Drittel haben sie sich das hier richtig hart erarbeitet. Der letzte Sieg für lange Zeit. Ein verdienter. Erst Uwe Krupp löst die Blockade. Die Mannschaft spielt frei und zeigt in den letzten Spielen, was alles möglich gewesen wäre. Am Ende reicht es dennoch nicht für die Playoffs. Aber davon erzählen wir beim nächsten Mal.